Also ich habe es nicht auf lautlos geschalten, sondern laut gemacht. Pardon. Ja, ich habe Elektrotechnik HTL gemacht, ziemlich klassisch. Das war damals noch nicht so mit Computertechnik, sondern da ist gegangen um elektrische Maschinen, um Netze, um Elektroinstallationen und derartiges. Und das hat mir voll taugt. Hat es irgendwas gegeben, was dir nicht getaugt hat als Fach? Oder einen Bereich, wo du dachtest, Nein, eigentlich nicht. So HTLer sagen wahrscheinlich ganz oft, naja, Deutsch und Geschichte. Und so. Aber eigentlich nein, ich habe das eigentlich alles gern wegen. Nämlich, was mir gefallen hat, war so irgendwie, dass dann doch die Technik im Zentrum gestanden ist und da war das dann auch nicht zu viel irgendwie von den allgemein bildenden Fächern. Eigentlich ganz im Gegenteil. Mit einer HTL hat man ja auch eine gute Ausbildung, wo man gleich in den Beruf einsteigen könnte. Was war dann für dich eigentlich der schlagende Punkt, dass du gesagt hast, ich mache ein Studium? Ja, frei nach Isaac Newton, oder? Ich weiß, dass ich nichts weiß, sozusagen. Also das habe ich gelernt in der HTL, dass es ein Kratzen an der Oberfläche ist, in Wirklichkeit. Und dann hat mir die Neugier gepackt, in Wirklichkeit. Und ich habe mir gedacht, ich muss das Ganze jetzt tiefer verstehen. Ich habe gemerkt, da ist noch viel mehr da und das habe ich mir erwartet, dass ich das im Studium eben lerne und bin dann nach Graz gegangen und habe Elektrotechnik studiert. Und das klingt jetzt irgendwie langweilig, also so von der Elektrotechnik HTL ins Elektrotechnikstudium. Kurz habe ich mir einmal wirklich überlegt, was anderes, auch Technisches zu studieren, nämlich Maschinenbau. Mhm. Und dann habe ich mir aber am Ende gedacht, hey Schuster, bleib bei deinen Leisten, da kennst du dich ein bisschen aus und das studierst dann auch. Was spannend ist vielleicht in dem Zusammenhang, nämlich aus dem von vorher kommend, eben ja, Allgemeinbildung hat mir schon immer getaugt und ich habe dann auch ein bisschen Geschichte studiert. Ah. Ja, aber halt in Wirklichkeit habe ich es nie verfolgt, das eben so zu studieren, um das quasi zu meinem Beruf zu machen, sondern einfach aus Interesse heraus. Und ich muss sagen, am Ende des Tages hat es mir schon ziemlich viel gebracht, nämlich im Sinne vom Denken, im Sinne von, wie man halt Probleme angeht und ja, wie man Muster erkennt, ja, derartige Dinge. Mhm, das ist spannend. Gibt es während des Studiums, hat es da Stolpersteine für dich gegeben, wo du dir gedacht hast, ob das wirklich der richtige Weg war, oder hat es Prüfungen gegeben, wo du an dir gezweifelt hast und wie kommt man dann auch wieder auf diesen geplanten Weg zurück? Ja, natürlich hat es das gegeben. Also ich habe mich in meinem Studium natürlich sehr geplagt. Und ja, ich komme halt nicht aus einer Familie, wo so ein akademischer Weg irgendwie vorgezeichnet war. Also für mich war eigentlich klar, ich gehe nach der Schule arbeiten. Ja, und dann habe ich mir halt entschieden, nein, ich mag sozusagen was Tieferes machen. Und aus dem herauskommend war das für mich nicht klar, dass ich das Studium schaffe. Und ich weiß ganz genau, da war so ein Zeitpunkt, irgendwie noch, weiß ich nicht, 2 Jahre oder so, das kennt man wahrscheinlich auch, wenn man studiert hat. Da waren ein paar Prüfungen in 3 Wochen und die habe ich geschafft und da habe ich dann gewusst, so, jetzt bin ich durch, jetzt habe ich das Schlimmste hinter mir. Und bis dahin war das in Wirklichkeit ja, ziemlich ein Fight und ja, von Prüfung zu Prüfung halt handeln. Ich habe in einer Zeit studiert, also Anfang der 2000er, da waren die Studienprogramme nicht so strukturiert, wie sie jetzt sind. Da war sehr viel frei und sehr viel offen und sehr viel einfach tatsächlich frei auch zu entscheiden, wie man studiert. Also diese Sequenz, wie sie jetzt eben gegeben ist, die hat es damals in der Form noch nicht gegeben. Und das hat mir auf der einen Seite gefallen, weil ich mich selbst organisieren haben können. Auf der anderen Seite war das nicht klar, wie es ausgeht. Also da hast du schon gemerkt, eben dieses freie Handeln, dieses Forschen, das ist eigentlich das, was dir liegt und was dir gefällt. Ja. Worüber hast du dann deine Dissertation geschrieben? Ja, das war dann spannend. Ich habe eben Elektrotechnik studiert und habe dann auf einem Maschinenbauinstitut zum verfahrenstechnischen Thema eigentlich mein Diss geschrieben. Und das hat sich halt so ergeben, wie sie im Leben halt oft Dinge ergeben, nämlich aus einem Zufall heraus. Damals ist am Institut für Wärmetechnik ein neuer Professor gekommen und der hat Leute gesucht. Und an und für sich hat da jemand gesucht, der ihm für Biomasseanlagen Regelungen programmiert und sowas habe ich im weitesten Sinne so irgendwie in meiner Diplomarbeit gemacht und habe mir gedacht, ah, schau, das passt, genau das mag ich machen. Maschinenbau wollte ich irgendwann schon mal studieren, also warum nicht jetzt in der DIS ein bisschen so einen Schwenk machen. Und dieses regelungstechnische Thema war dann gar nicht so wichtig in der DIS,
sondern da ist es wirklich gegangen um verfahrenstechnische Auslegung, Berechnung von Gasfeststoffgleichgewichten und kinetischen Betrachtungen und Anlagenkomponentenauslegungen, also an und für sich Dinge, die ich in meinem Studium gar nicht gelernt habe. Ah ja. Ja. Aber das ist alles nicht so schlimm. Wie macht man das dann? Nein, wie geht man das an? Wenn man eine solide technische Ausbildung hat, dann ist das relativ egal, welche Disziplin das ist. Man hat, man kriegt so eine Art Denkverständnis und mit dem Denkverständnis kann man dann halt vernetzen. Und das ist eigentlich gut gegangen. Also wenn man in der Elektrotechnik die Maxwell-Gleichungen irgendwann einmal kapiert hat, dann versteht man in der Strömungsmechanik die Navier-Stokes-Gleichungen. Und so geht das halt. Also das war in Wirklichkeit gar nicht so schwer. Aber man sieht, du hast doch eben, dir gefällt es eben, dich in neue Themen einzufinden und da auch zu forschen. Also diese Forschungstätigkeit, da hat sich dann auch eben deine Karriere vielleicht schon etwas abgezeichnet oder war während der DIS schon noch die Überlegung, dass du dann nach Ende in die Wirtschaft gehst? Ja, natürlich. Das wäre dann natürlich auch mein Plan gewesen. Ah ja, okay. Und war dann auch mein Plan. Ja. War auch einige Jahre dann eben in der Wirtschaft. Eins mag ich noch sagen, was mir so gefallen hat, war gar nicht unbedingt das in die Tiefe eintauchen, sondern das Vernetzen. Okay. Und das ist das, was ich jetzt auch noch mache. Mhm. Also ich bin ja am Lehrstuhl für Energieverbundtechnik und wir sind keine technischen Experten für Detailaufgaben, sondern was wir gut können, ist, wir können einen Überblick bewahren. Und das ist mir schon in meiner DIS-Zeit eben aufgefallen, dass ich das sehr gern mache. Mhm. Also da hat es sicher Leute gegeben, die haben sich in den Detailthemen besser auskennt wie ich. Aber ich habe, glaube ich, das immer ganz gut können, Wissen von einem Bereich mit Wissen von einem anderen Bereich zu kombinieren und dann halt sozusagen daraus eben Schlüsse abzuleiten. Mhm, und das habe ich in der DIS-Zeit, glaube ich, ganz gut gelernt. Mhm. Ja, und nach meiner DIS bin ich dann zu einer Firma gegangen, zum Startup. Das war die Firma, die meine Dissertation finanziert hat. Okay, verstehe. Und das war super, weil da habe ich im Wesentlichen das, was ich in der DIS-Zeit so ein bisschen im Labor gemacht habe, dann, das habe ich dann in die Praxis umsetzen können. Und wie bist du dann nach Leoben gekommen? Wie hat sich dann dieser Weg abgezeichnet? War das sehr plötzlich oder? War das sehr plötzlich? Das habe ich schon wieder vergessen, wie das war. Ja, genau. Schon so lange her. Das ist schon eine Zeitl her. Wie war das in der Firma? Also das war ein Startup und was geht es beim Startup? Da geht es tatsächlich mit Risikokapital riskante Ideen zum Fliegen zu bringen. Mhm. Ja. Und das hat bei uns nicht so ganz geklappt. Da waren Investoren in der Firma drinnen, mit denen haben wir eben entwickelt und die haben dann auch Geld herausgenommen und dann ist unsere Firma da geschrumpft und ich habe das im Wesentlichen mit ein paar Kollegen dann wieder eigentlich für ziemlich null hochgezogen und das Ganze eben so ein bisschen stabilisiert. Dann sind wieder neue Investoren gekommen, dann war das Ganze wieder ziemlich stabil und auf einen guten Kurs, dass da eben tatsächlich das halt weiterleben kann, diese Firma. Und dann hat es eben diese Möglichkeit gegeben, nach Leoben zu wechseln. Und ich habe mir gedacht, siehst, das ist ein guter Zeitpunkt. Jetzt war das eben sozusagen so ein Tief, das hat man eben in der Firma dann gemeinsam durchgetaucht und war ein guter Zeitpunkt, einfach zu wechseln. Forschung habe ich immer gern gehabt. Vernetzen, wie ich vorher schon gesagt habe, habe ich immer schon cool gefunden und dann haben wir gedacht, siehst, probier das einmal aus. Und das war in Wirklichkeit war meine Unistelle am Anfang ja auch keine, die irgendwie so fix bis zur Pension war, sondern die war am Anfang auf 5 Jahre beschränkt und ich habe mir gedacht, das ist ein guter Zeitpunkt, auszuprobieren, ob so ein Uni-Job eben was ist. Und ja, das bin ich immer noch da, schon seit fast 10 Jahren. Ja. In diesen 10 Jahren wird dir Leoben auch schon etwas ans Herz gewachsen sein und auch die Universität. Was schätzt du denn besonders an der Uni? Was macht Leoben so besonders in deinen Augen? Was macht Leoben so besonders? Ich glaube, die Leute. Also ich glaube, dass man in Leoben ganz gut zusammenarbeiten kann. Also ich glaube, man kann auch auf anderen Unis wunderbar zusammen forschen, wunderbar zusammen eben auch die Gesellschaft ein Stück weiterbringen. Aber in Leoben ist das gut. Gell? Wir haben kurze Wege. Wir kennen uns alle durchaus gut
Und damit kann man schon was weiterbringen. Klar, hier und da gibt es auch noch was, was man verbessern könnte, ja, keine Frage. Aber in Summe ist das schon ein gutes Umfeld, um gute wissenschaftliche Leistungen zusammenzubringen. Bei mir geht es um die Energiewende in meiner Forschung. Das soll auch einen Impact haben. Also das hat ja wirklich eine direkte Auswirkung auch auf die Gesellschaft. Und ja, ich glaube, das funktioniert ganz gut da in Leoben, da in dem Sinne was zu erarbeiten. Du bist auch Studiengangsvorsitzender des Studiums Energietechnik. Genau. Wie würdest du das Studium einem Schüler, Schülerin eben in der Oberstufe erklären? Was macht man da? Was lernt man da? Also ich habe das Studium der Energietechnik von meinem Kollegen, vom Harald Raupenstrauch, so ein bisschen übernommen und habe es dann in den letzten 10 Jahren durchaus weiterentwickeln dürfen. Und ich habe mir immer gedacht, es braucht ein Studium, wo man wirklich aus den ingenieursmäßigen Grunddisziplinen, ich sage das jetzt einmal so, aus der E-Technik, aus dem Maschinenbau, aus der Verfahrenstechnik, aber auch der Wirtschaft, die Punkte oder die Inhalte herausholt, die für die Energietechnik relevant sind. Mhm. Und in dem Sinne habe ich das weiterentwickelt. Also das war immer mein großes Anliegen, Energietechnik quasi als Disziplin aufzubauen, mit genau diesen Inhalten, die aus den genannten Richtungen eben kommen. Und ich glaube, jetzt sind wir mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo wir wirklich eine tolle und solide Ausbildung haben in dem Sinn. Und ich glaube, sie ist ja ziemlich zeitgemäß, weil man sieht ja eh, was passiert. Also die Welt ist massiv in Veränderung begriffen. Gerade gestern war der heißeste Tag in der Weltmessgeschichte. Es hat noch nie so einen heißen Tag gegeben, seit man wirklich detailliert messen kann. Sind wir sagen, bei den Dinosauriern, wie wisst ihr. Klar, war schon mal heißer, aber in der modernen Zeit tatsächlich war es noch nie so heiß. Wir sind mitten in der Klimakrise drinnen und wir brauchen Energietechniker, um da einfach ja, eine lebenswerte Zukunft zu erhalten. Besteht da noch Hoffnung? Sicher. Das ist ja etwas, was natürlich eben die Jugend da einerseits beflügelt, andererseits natürlich auch viele sehr deprimiert. Eben gibt es auch Hoffnung für uns. Wir brauchen nicht deprimiert sein. Wir können die Zukunft so gestalten, dass wir einen lebenswerten Planeten auch in 50 oder 100 Jahren haben würden. Die Bausteine sind am Tisch. Wir wissen in groben Zügen, was zu tun ist. Und ja, es liegt an uns, das zu tun. Und das werden wir tun. Welche Ziele hättest du denn noch für dich gesetzt, jetzt im Rahmen deiner Professur? Oder was möchtest du noch erreichen in deiner Forschung? Ja, also ich mache mir immer so für die nächsten 5 Jahre einen Plan, was ich gern machen würde. Und da habe ich mir im Wesentlichen ja eigentlich 3 so große Ziele gesetzt. Gell? Einmal geht es um die interne Zusammenarbeit bei uns an der Montanuniversität. Ich bin ja nicht der Einzige bei uns, der sich mit Energie und Energietechnik befasst, sondern das machen ganz viele. Und wenn man diese ganzen kleinen Puzzlesteine besser zusammensetzt, dann sind wir in Leoben eine ziemlich große Energieforschungseinrichtung eigentlich. Und das will ich sozusagen ein bisschen herauskitzeln. Ich will das vernetzen und in Wirklichkeit da Leoben als Energietechnikstandort sichtbarer machen, stärken. Da arbeite ich dran, das ist ein Punkt. Dann, das weiß man vielleicht eh, wir befassen uns in unserer Forschung mit Klimaneutralität in der Industrie. Das ist ein Riesenthema. Die österreichische Bundesregierung will in dem Zusammenhang wirklich viel Geld ausgeben in den nächsten Jahren. Und da will ich sozusagen so einen Forschungscluster, den wir jetzt schon haben, noch weiter verstärken, um da auch entsprechend ja, was zu gestalten. Dieser Forschungscluster, der heißt New Energy for Industry. Und da haben wir einen ziemlichen Plan, eben den sozusagen so richtig groß und stark zu machen. Und das dritte Thema, wir alle wollen Energiewende eben machen, wir wissen aber manchmal nicht genau, wie das gehen könnte. Uns fehlt also ein bisschen ein Plan. Und da gibt es, wenn man international ein bisschen schaut, durchaus coole Beispiele, wie das eben gehen könnte. Und da möchte ich auch was etablieren. Das sind meine großen 3 Themen für die nächsten paar Jahre. Ja. Und daran arbeite ich, nicht nur ich, sondern wir machen das mit einem großen Team. Und ich bin guter Dinge, dass das was wird. Dann sage ich Dankeschön für das Interview und auch für die Inspiration. Danke dir. Bitte gerne.